NDR Ortschallenge gewonnen. Hunderte Bad Bramstädterinnen und Bad Bramstädter haben Koordination bewiesen und es geschafft, einen Regenbogen rund um den Roland zu bilden. Und das wurde gefeiert mit einer 2.000-Euro-Spende der Volks- und Raiffeisenbank an die Bad Bramstädter Tafel. Und Glasperlenspiel präsentiert vom NDR trotz Regen. Ja, das ist immer so lustig, ne? Wenn man jetzt irgendwo anders wäre in Deutschland, würde man sagen, ah, kann schon irgendwie so ein Downer sein, aber nicht im Norden. Also tatsächlich, selbst wenn es regnet, das ist die Feiern hier trotzdem. Wenn ich dann so auf die Bühne gehe und der Beat fängt an, die Musik fängt an, so, dann weiß ich, dass ich da irgendwie hingehöre und dass ich das macht mir dann immer Spaß und ich freue mich ja immer auf dieses direkte Feedback von den Menschen. Das Popduo ist gestern nicht alleine gekommen. Bei einem Song hatten sie Verstärkung, eine durch künstliche Intelligenz erzeugte Sängerin. Eine junge Dame, die wir mitgebracht haben, die heißt Emma. Es gibt ja da so zwei Seiten. Die einen haben extrem viel Angst davor, in der Musikbranche auch gerade extrem viel, nimmt die uns den Job weg und nicht. Und ich bin ja tatsächlich so ein Techie, ich liebe Computer und ich liebe alles, was irgendwie technisch ist. Und dann habe ich zu Caro gesagt, hey, lass uns direkt mal diese Tools nutzen, was es da gibt und wieder neu kreativ sein. Familie hier und das ist mega, also richtig toll gemacht. Einfach tanzen, glücklich sein, frei sein. Gerade unter freiem Himmel, auch wenn es regnet, toll, echt toll. Wir sind aus Bad Bramstedt und wir finden das richtig geil. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben, aber jetzt wird es mir besser gehen. Insgesamt 6.000 Menschen haben auf dem Bleek am Schloss mit dem NDR Schleswig-Holstein gefeiert. Bis in die Nacht. Dankeschön! Wünsch dir noch ein geiles Leben.